Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's! So, Freunde, ich habe wieder meine 10 Favorite Pieces der Woche rausgesucht und es sind wirklich nice Sachen dabei. Also bleibt auf jeden Fall am Start. Wirklich, es lohnt sich und dementsprechend fangen wir einfach mal an. Das erste Piece, was ich gefunden habe, habe ich bei Mango Man gefunden. Und zwar eine richtig, richtig coole Jeans. Ich hatte die auch schon hier hinbestellt ins Office. Musste sie aber leider zurückschicken, weil sie mir zu klein war. Nichtsdestotrotz habe ich sie mir jetzt in eine Nummer größer bestellt. Und das ist, die nennt sich Soft Tapered Fit Jeans. So eine helle Waschung von Mango für 49,99 Euro. Wirklich eine sehr, sehr coole Jeans. Ich kann mir also wirklich ein Straight Fit, ein sehr gerade geschnittener Fit von der Jeans und halt eben ein bisschen nicht, also ein bisschen cropped, also nicht zu lang geschnitten, also wirklich die Jeans. Ich freue mich extrem auf diese Jeans. Ich zeige euch dann in einem der nächsten Videos auf jeden Fall auch, wie diese Hose sitzt. Und wirklich eine dicke, dicke Empfehlung. Und ich finde, für 50 Euro kann man da auch nicht viel verkehrt machen. Falls ihr Bock habt, könnt ihr das auf jeden Fall mal austesten. Die gibt es, glaube ich, sogar auch noch in einer anderen Farbe, aber ich finde sie sehr, sehr nice. Machen wir weiter mit dem zweiten Piece. Und das zweite Piece, was ich rausgesucht habe, gibt es bei Endclothing und zwar ein richtig, richtig cooles T-Shirt, ein bisschen oversized geschnitten und zwar von Root Design und zwar in diesem Marlboro-Stil, mit so fett draufgeschrieben Root. Das ist natürlich sehr wieder Logo-lastig, aber ich finde es sehr cool, mit so einer aufgesetzten Tasche. Das ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde es eigentlich ganz cool geschnitten, so leicht cremeweiß von der Farbe her. Alle Größen sind noch am Start, günstig ist es auf jeden Fall nicht. Kostet 215 Euro, aber die Marke Root ist eigentlich auch sehr teuer. Ich gehe davon aus, dass es wirklich ein sehr cooles T-Shirt ist. Ich hatte mal ein T-Shirt, das habe ich aber, ich glaube, irgendwann mal auf Kleiderkreisel verkauft, weil ich es einfach nicht mehr getragen habe. Und bevor man dann solche Sachen dann wirklich jahrelang im Schrank liegen hat, verkauft die einfach weiter. Also jemand anders freut sich darüber und trägt das dann auch sehr gerne. Und dementsprechend, das T-Shirt würde mir sehr gut gefallen und ich überlege mir echt, das nicht anzuschaffen. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece und bei dem nächsten Piece sind wir bei einer Marke, die im Moment ziemlich gut im Trend ist, also bei vielerlei Sachen. Ich würde so sagen, das ist so das neue Comme des Garçons mit diesem Herzlogo, ihr kennt das, und zwar ist das Ami Paris. Die haben im Moment ja eigentlich einen ganz guten Hype und da finde ich diesen Hoodie hier, den ich herausgesucht habe, wirklich cool. Ich habe selber einen eigenen Hoodie, den ich euch in den vergangenen Videos vorgestellt habe, in schwarz, und hier ist wirklich so ein beige-cremefarbener Hoodie, dann mit diesem roten Logo drauf und ich finde den echt nice und dementsprechend könnt ihr den auf jeden Fall mal abchecken. Auch der kostet 205 Euro, wenn ihr überlegt, das T-Shirt und der Hoodie kostet fast gleich viel. Würde ich mich natürlich eher für den Hoodie entscheiden, aber ja, von der Passform her kann ich euch sagen, sind die Sachen sehr cool. Ich trage zum Beispiel in meinem Hoodie L und der hat echt einen coolen Loose Fit. Hier steht zwar Classic Fit, aber ich würde euch da empfehlen, wenn ihr eine Größe sucht, einfach eine Größe größer zu nehmen, als ihr normalerweise tragt. Da habt ihr so ein bisschen mehr Loose Fit. Das ganze Thema Loose Fit ist ja sowieso gerade extrem im Trend. Ich habe ein paar Sachen davon auch rausgesucht. Nicht alles ist in diesem Loose Fit Thema wirklich ausgesucht. Ich finde das auch immer mit Vorsicht zu beachten. Also nicht jeder muss diesen Trend mitgehen. Wie gesagt, es ist gerade ein Trend. Wenn man jetzt quasi seinen ganzen Kleiderschrank umändert, nur um irgendwelche Trends mitzumachen, finde ich persönlich auch falsch. Man kann solche Sachen gerne mal ausprobieren und vielleicht auch ein, zwei coole Pieces irgendwie mit seinem Standardkleiderschrank kombinieren. Aber ich finde, trendlastige Dinge, dann einfach seinen kompletten Kleiderschrank zu ändern, finde ich auf jeden Fall verkehrt. Kann auch jeder handhaben, wie er möchte, aber ich finde es verkehrt und dementsprechend, ja. Machen wir weiter mit dem vierten Piece. Bei dem vierten Piece habe ich zwei T-Shirts gefunden. Und zwar ist das ganze Thema Vintage ja dieses Jahr wirklich wieder voll im Trend. Es gibt auch viele Leute, die einfach die ganzen Secondhand-Stores abklappern. Und wer das nicht machen möchte, da habe ich einfach zwei Varianten rausgefunden. Und zwar sogenannte Vintage-T-Shirts. Die sind einfach nachgemacht. Die gibt es bei Urban Outfitters und zwar von Tupac und in dem Fall auch das andere von Snoop Dogg. Wenn ihr euch die T-Shirts genau anguckt, die sehen auch so ein bisschen, ich sag mal, verwaschen aus und sieht schon sehr, sehr nice aus. Und meiner Meinung nach eine gute Alternative, wenn ich diese ganzen Vintage-Stores durchstöbern möchte, kann da auf jeden Fall mal reinschauen. Ich finde die beide sehr, sehr cool und die sehen auch beide locker geschnitten aus. Von dem Tupac-T-Shirt gibt es, glaube ich, L gar nicht mehr, gibt es nur noch S und M. Aber von dem Snoop Dogg-T-Shirt gibt es noch alle Größen und dementsprechend könnt ihr das auf jeden Fall mal abchecken. Und die sind mit 40 und mit 45 Euro, finde ich auch, voll bezahlbar, ne? Also voll in Ordnung. Und ja, auf jeden Fall eine coole Variante dieses Jahr, dieses Vintage-Thema so ein bisschen aufzuschnappen. Ich denke, jeder, der das im ersten Moment sehen würde, würde auf jeden Fall sagen, hey krass, du hast so ein Vintage-T-Shirt. Die werden ja in Amerika zum Beispiel extrem hoch gehandelt, auch teilweise.
Und dementsprechend ist das auf jeden Fall eine coole Variante, meiner Meinung nach. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und das nächste Piece habe ich bei Gant gefunden. Da sind wir auch wieder in diesem ganzen 90er-Style angekommen. Und zwar ist das so ein Versity-Pullover, so ein V-Neck-Pullover. Ist ein heikles Thema und auch dieser Pullover wird nicht jedem gefallen. Ich finde das aber eigentlich ganz nice. Ich werde mit Sicherheit mal schauen, ob ich das in meinem Style irgendwie mit einbauen kann. Ist natürlich irgendwo ein gewagteres Piece und ein Piece, was man wirklich nicht so einfach kombinieren kann. Aber ich finde den eigentlich ganz cool. Den gibt es in dunkel und in hell. Hier ist der in weiß gehalten und dann gibt es den noch in dunkel. Dementsprechend wirklich ein cooler Pullover, meiner Meinung nach. Und ja, kann man ja mal schauen, ob man den irgendwie kombinieren kann mit seinem Style. Hier nochmal in der dunklen Variante. Aber ich finde den weiß schon wesentlich nicer. Und ich denke mal, das kann man einfach mal wieder austesten. Ne? Das sind so Stilgeschichten, die man einfach mal wieder ausprobieren kann. Und dementsprechend, ich fand den eigentlich ganz cool. Deswegen habe ich den einfach mal mit reingepackt. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece. Und bei dem nächsten Piece sind wir bei dem Thema Hosen angekommen. Das Thema Hosen ist natürlich ein heikles Thema. Auch dieses ganze Loose-Fit ist bei Hosen angekommen und da finde ich es extrem schwer, wirklich gut sitzende Hosen zu finden. Ja, auf jeden Fall, die Hose sieht auf den Fotos schon ziemlich cool aus. Das ist so eine Oversized-Anzugshose mit einer Buntfalte. Wirklich eine cool geschnittene Hose. Allerdings, wie gesagt, guckt euch sowas in echt an. Ich will jetzt wirklich nicht alles schlecht reden bei Zara, denn die sind dementsprechend den Trends immer wirklich am nächsten dran, was gerade so modern ist und vor allen Dingen auch noch bezahlbar ist. Dementsprechend schon cool, aber wie gesagt, da gibt es immer, probiert die Sachen an, bestellt sie euch, falls ihr auf sowas Bock habt und falls halt nicht, gibt es einfach zurück. So, kommen wir zu dem nächsten Piece und bei dem nächsten Piece finde ich, ist eins meiner Essentials und zwar ein Kapuzenpullover dieses Jahr, diese Saison oder generell schon länger immer wieder Trend und kann man immer wieder haben, eigentlich wie gesagt schon Essential, aber dieses Light Grey ist wirklich extrem schwer zu finden, also ein schönes Grau. Finde ich extrem schwer, einen Pulli zu finden. Entweder sind die dann von den Materialien einfach nicht so gut, also der Hoodie sitzt nicht so gut, oder das Grau entspricht einfach nicht diesem Light Grey, sondern ein normales Standardgrau. Und diesen Light Grey Pullover habe ich gefunden bei Cali Roots, und zwar von Stussy. Ich habe selber einen Stussy Pullover und ich kann euch sagen, die sind wirklich sehr cool geschnitten. Da trage ich zum Beispiel auch Größe L. Und hier würde ich auch wirklich in diese Größenrichtung tendieren, wenn ihr diesen Oversize-Fit haben wollt. Und der hat natürlich dieses Emblem vorne und hinten am Rücken, aber ich kann euch sagen, von den Materialien und wahrscheinlich auch von der Farbe wird das ein sehr, sehr guter Pullover sein. Und dementsprechend, falls ihr wirklich so einen Light-Grey-farbenen Pullover sucht, Kapuzenpullover, ist meiner Meinung nach der von Stussy auf jeden Fall eine gute Alternative zu oder eine gute Auswahl. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece und in dem nächsten Piece sind wir bei einer Jacke, die ich in einem meiner letzten Instagram-Posts getragen habe. Wer mir da noch nicht folgt, kann das gerne machen. Und zwar ist sie von Sandro Paris. Ist auf jeden Fall mit Abstand auch das teuerste Piece in meiner Auswahl hier. Und auch da ist es so, falls euch das wirklich zu teuer ist, wartet auf den Sale. Aber ich kann euch sagen, die Jacke ist extrem nice. Und ich kann mir vorstellen, diese Jacke diesen Sommer noch auf jeden Fall ein paar Mal einbauen zu können. Auch stiltechnisch ist es natürlich Geschmackssache. Nicht jedem gefällt sowas. Das ist so ein bisschen so 70er, 80er Jahre Lederjacke, so ein Blouson-mäßig, so ein Fliegerblouson. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde eine sehr, sehr nice Jacke und von der Qualität und vom Fit auch wirklich eine coole Jacke. Wirkt extrem schwer, wirkt extrem gutes Leder und eine extrem nice Farbe, falls ihr die in echt mal seht. Wirklich eine coole Jacke und falls ihr darauf Bock habt, habt ihr jetzt auf jeden Fall die Info, wo ich sie her habe und die ist von Sandro Paris und könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. So, dann kommen wir schon zum vorletzten Piece und das vorletzte Piece ist eine Cargo Pants und Cargo sind ja, ich sag mal, seit letztem Jahr würde ich schon vermehrt wieder Trend und die habe ich jetzt hier bei Asos gefunden. Bei Asos würde ich sagen, ist das gleiche wie bei Zara. Die Sachen muss man einfach in der Hand haben. Also nicht alles, was auf den Fotos wirklich gut aussieht, ist in echt auch wirklich nice. Und vor allen Dingen auch farbtechnisch finde ich das bei Asus immer noch ein bisschen schwierig. Je nachdem, was ihr für einen Bildschirm zum Beispiel habt, ein Laptop oder ein Handy, kann das immer farblich ein bisschen abweichen von dem, was ihr dann quasi zugesendet bekommt. Aber die sieht extrem nice aus und ich habe so eine hellbeige Cargo Pants noch gar nicht gesehen oder einfach übersehen wahrscheinlich auch. Aber ich fand die sehr, extrem cool. Ich habe eine khaki-farbene und eine schwarze, die sind beide von Zara. Und in dem Fall kann ich euch sagen, sind die auch wirklich nice. Deswegen habe ich die auch behalten. Und die sieht ziemlich ähnlich aus. Und die ist jetzt hier von Topman und die gibt es bei Asos. Und
passendes Piece habe ich dazu, ist das quasi das letzte Piece, was ich rausgesucht habe, das zeige ich euch gleich, und eine sehr, sehr coole Farbe, und dementsprechend auch da, falls ihr für euch für sowas interessiert, probiert das aus, und wenn nicht, schickt es einfach zurück. Denn innerhalb der EU habt ihr immer die Möglichkeit, 2 Wochen lang was kostenlos zurückzuschicken, oder ich weiß gar nicht, kostenlos, aber ihr könnt es auf jeden Fall 2 Wochen lang zurückschicken. Dementsprechend auf jeden Fall da auf jeden Fall mal abchecken. So, und dann kommen wir schon zum letzten Piece, und das finde ich passt sehr, sehr gut zu der Cargo Pants. Das ist sogenannte Workwear Jacket. Die ist jetzt in diesem Fall habe ich die jetzt hier bei Weekday gefunden, in fast der gleichen Farbe wie die Cargo Pants. Und diese ganzen Monochrom-Fits, also diese ganzen Monochrom-Outfits, einfarbig gehalten, diese Naturfarben, ich sag mal beige, hellbraun, khaki, ich sag mal auch helle Blautöne, helle verschiedene Rottöne etc., helle Grüntöne, sind dieses Jahr auch auf jeden Fall extrem modern. Und da habe ich mir gedacht, komm, wenn du so eine Cargo-farbene, wenn du die Cargo in dieser Farbe hast, warum nicht nur so eine Workjacket auch nochmal in die 10 Favorite Pieces der Woche mit reinpacken, die eigentlich ganz cool dazu passt. Man muss natürlich auch dann, wenn man die beiden Pieces in der Hand hält, gucken, ob das wirklich farblich zueinander passt. Aber ich finde sie sehr, sehr nice, und diese ganzen Workwear-Jackets, also sind eine gute Alternative zu einer Jeansjacke meiner Meinung nach, und dementsprechend, ja, auch da finde ich, ist eine ganz coole Jacke für 60 Euro, voll preislich im Rahmen meiner Meinung nach. Man muss immer denken, so eine Levi's Jeansjacke kostet immer 100 Euro im Schnitt, und dementsprechend finde ich das eigentlich eine ganz coole Alternative. So, und das soll es auch wieder gewesen sein. Das waren wieder meine 10 Favorite Pieces der Woche. Wie gesagt, eigentlich alles relativ preislich im Rahmen gehalten, außer ich sag mal die Sandro Paris Jacke vielleicht. Die habe ich auch nur mit reingepackt, weil ich sie in einem meiner letzten Posts mit drin hatte. Und falls der eine oder andere da auch auf jeden Fall sowas abchecken möchte, könnt ihr das auf jeden Fall machen. Alle Links findet ihr unten in der Infobox, und ich würde mich sehr darüber freuen, falls ihr noch ein Abo da lasst und ein Like. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace out. Ciao.